Alas, my friends, und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 in Multiplayer mit dem krassen David. Ja, einen krassen Gruß. Hey, krassen Gruß vom krassen David. Haben wir nicht alle Tage? Aber mir fällt gerade scheibchenweise die Zuckerrüben hinten aus dem Anhänger. Animazione Deluxe. So, ja, wir befinden uns im Part 94. Das heißt noch 6 Parts. Moment, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ja, noch 6 Parts. Macht er immer so. Noch 5 Parts und diesen hier. Ich kann euch auch versichern, er hat jetzt mit den Fingern gezählt. Hab ich nicht. Mit Sicherheit. Warte mal, ich muss meine Webcam abdecken. Ich fühle mich beobachtet. Hast du beobachtet? Nein, auf jeden Fall 5 Parts, also dieser noch und dann noch 5 Parts, dann halt kriegt man den 100., die 100. Folge. Ja, freut ihr euch auch so wie wir? Das ist schön. Denn wir haben noch keinen Plan, was wir zur 100. Folge überhaupt machen sollen. Wir wissen es nicht. Zur 100. Folge. Zur 100. Folge, quasi zum. Es ist ja nicht nur die 100. Folge, das muss man ja noch dazu sagen. Es ist ja eben auch die letzte Folge auf Two Rivers. Ei. Ei. So. Ja. Oh, ich habe meinen Gruber verloren. Verdammt. Oh, jetzt habe ich einen Stubby gemacht. Das ist ja verrückt. So, warte mal. Wie gingen die Gewichte vorne weg? Das war Gewichte drauf. Nein, wie gingen die jetzt weg? Ach so, ich glaube, hier war es. Ja, genau. So, ja. Wir wissen absolut noch nicht so richtig, was wir zum 100. Part machen sollen. Und so, also quasi zum Abschlussfahrt von. Abschlussfahrt. Fahrt, englisches Wort für Furz. So. So, ich verabschiede mich Ja. und werde einen Abschlussfahrt für euch dalassen. Werde ich heute Abend auch machen, wenn wir vom Party kommen. Auf jeden Fall. Abschlussfahrt, Wiedersehen. Scheiß Veranstaltung. Tschüss. So, David, wo bist denn du gerade? Sag mal, was machst denn du überhaupt? Ich verdiene dir Geld, weil ich habe ja kein Konto. Oh. Ja, gut, das lässt sich aber einrichten. Das ist jetzt nicht das Problem. So, komm hier. Klapp mal den Gruber wieder. Ach so, wir müssen gar nicht grubern, ne? Nee. Ja, ich hab. Wieso hab ich jetzt schon wieder gegrubert? Das gibt's doch gar nicht. Dieser Gruber hier, dieser LKW ist einfach. Das ist alles. Es ist zu klein. So, Fakt ist auf jeden Fall eins. Ja. Wir haben bald die 100. So, und ihr schreibt uns jetzt mal in die Kommentare, was ihr mal gerne sehen würdet. Und wir sammeln das einfach mal ein bisschen und schauen mal, was wir draus machen. Und keiner ist sauer, wenn sein Vorschlag, den er jetzt macht, nicht in der 100. Abschlussfolge mit dabei ist. Nein, im Gegenteil. So. Ups, angeeckt. So, den stelle ich jetzt hier hin, weil der geht mir tierisch auf die Nüsse, dieser Gruber. So, wo bist du jetzt gerade? Bäcker. Bäcker. So, warte mal. Nee, nicht beim Bäcker. Der BGA. Ach so. Nur gut. So, warte mal, da komme ich mal kurz hin. Da muss ich dir doch glatt mal was zeigen. Welche Sämaschine war denn das mit dem Zuckerrüben? Weißt du das? Wisst ihr, was ich immer geil finde? Wenn man so insgesamt schon 250 Parts Landwirtschaftssimulator gespielt hat, gell, so 150, Plan hat. so 150 auf Hagenstedt, so 100 auf Two Rivers und so und dann so zwischendurch ja eigentlich auch noch ein bisschen gespielt hat, meinetwegen, und die ganze Mod-Geschichte lassen wir mal komplett außen vor und so und weiß, hat immer wirklich noch überhaupt keinen Plan, welche Sämaschine überhaupt für was ist. Oder generell so allgemein halt. Weißt du? Na, eine von den Großen da oben. Ich weiß nicht, ob das alle beide die Gemoddeten sind. Ach so. Oh shit, Wasser. Oh shit, shit, shit. Nix Wasser. Gut. So, warte mal. BGA, da bin ich doch jetzt hier gerade falsch, oder? Kann das sein? Tja.
One moment, please. Ach, da hat die... Ah. 150 Parts Hagenstedt. Wusste schon nicht, wo was ist. Hab ich dann gewusst. Da. Im letzten Part hab ich's gewusst. Nie im Leben. Na klar. Nein. Warst du festgefahren? Nein. Aber nein, hab ich... Ich hab schon ein bisschen was gewusst. Ein bisschen was. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was ich mir so überlegt habe? Ich habe im letzten Part doch so erzählt, dass Australien-Map nicht gleich im Anschluss kommen wird und so weiter und so fort, ne? Mhm. Und alles. Ich habe mir überlegt, David, vielleicht, wenn du Lust hast, können wir ja mal so ein kleines Infovideo noch machen, wo wir einfach unsere zwei hässlichen Fratzen wieder voll in die Kamera halten und da mal kurz ein kleines Infovideo einfach mal zu LS machen und so halt. Mhm. Oder ich mach's alleine. Aber du bist ja die famegeile Hure. Ich bin nicht die famegeile Hure. Das stimmt allerdings. So, David, hier komme ich gerade angerauscht und aufgepasst. Ach du Scheiße. Warte. One moment, please. Willst du ein Stoppie machen? Nein. Warte. Vorsicht hinter dir. Ey, da bleibt so stehen. Alter. Warte mal, da wollte ich... Achso, ich bin ja eigentlich hier runtergekommen, um dich mal um Hilfe zu bitten. Weil ich habe ja ein kleines Problem hier mit meinem Traktor. Wir müssten mal die Hinterreifen wechseln. Ding. Nee, ich hab noch schön aufgebockt. So, komm mal her hier. Wir müssen mal hier, dass der eine Reifen hier, da ist, glaube ich, kaputt irgendwie. Da ist... Was machst denn du mit der Schaufel? Warte mal auf, mit der Schaufel auf meinen Kopf zu kloppen. Ich hab einen Helm auf außerdem, Junge. Was machst denn du, T-Rex? Arme zu kurz, Kopf zu groß. Scheiße, wa? So, ach, der David, der lädt mich gerade schon wieder so ein. Hier, so. Lass meinen Traktor, Junge. Guten Abend. Oh, Alter, was machst denn du? Das ist doch kein... Das war Traktor-Pitching. Das ist doch kein... Oh. Oh, shit. Nein, er hat mich am Rüssel gepackt. Er hat mich am Rüssel gepackt. Dieser unfaire Kämpfer. Niemand. Ich niemals am Rüssel packen, Junge. Geh mal weg. Du alter Rüsselgrabscher. Geh mal weg. Verstehst du nicht, oder was? So. Legt ihn aufs Dach. Legt ihn aufs Dach. Hörst du die Fangesänge unserer Zuschauer? Legt ihn aufs Dach. Legt ihn aufs Dach. Legt. Das ist eine widerspenstische alte Kleine. Da. Da. Patsch. Ey! Ich hab ein 360 gemacht, Alter. Du hast das System immer noch nicht verstanden. Doch. So, na gut. Okay, kein Bock mehr. So. Na gut, ich wollte dir nur den Traktor hier herstellen. So, ich mach dann mal weiter mit der harten Arbeit. Moment, was ist mit dem Traktor hier? Welche? Warte mal, hier irgendeine Sämaschine. David? Ja. Was machen wir denn heute Abend? Warum? Was hat der hier gemacht? Was ist das jetzt für ein Bullshit? Mais? Achso, ich bin auf dem Maisfeld. Scheiße, Alter. Ihr verarscht mich heute, oder? Kann das sein? Du verarschst dich selber.
Hör doch auf. Das stimmt doch gar nicht. Wie meinst du das, was haben wir heute Abend? Na, ich weiß nicht, ob du mal rausgeguckt hast. Doch, die ganze Zeit. Ja, ich würde sagen, so pro Sekunde ungefähr 200 Milliliter pro Quadratzentimeter. So toll? Ist eine Menge. Ich habe übertrieben. Tut mir leid. So, jetzt aber. Ach ja, so. So. Wir haben noch 4 Minuten. 4 Minütchen haben wir noch. Dann machen wir hier gleich mal noch die Zuckerrüben klar. Mensch, was machen wir denn nur im Part 100? Ich hoffe mal, ihr habt schon geile Kommentare gepostet. Und eins kann ich vorweg sagen, was wir nicht machen können, ist diese Facecam-Geschichte beziehungsweise Korrektur. Wir können das schon machen, aber nur ich kann das machen. Also ich kann gerne den 100. Part mit Facecam aufnehmen, ist kein Problem, wenn ihr das wollt, mache ich das. Überhaupt kein Thema. Und aber der Marco und der David, das wird eben nichts, weil bei Marco, der hat keine Kamera, da geht das schon mal nicht. Und beim David, da hat er überhaupt, hast du eine Kamera? Weißt du, ob der David eine Kamera hat? Keine Ahnung, du. Wieso nicht, oder? Hat er eine Kamera? Ne, du hast keine, ne, oder? Nein. Na, du hast eine, aber hier ist nur so ein. Naja, nennen wir es nicht Kamera, oder? Na, dieselbe, die du hattest. Hatte. Also nennen wir es nicht Kamera, okay? Ja. Ja, also dieselbe, die ich hatte, das war ja. Naja, lassen wir es mal. Ne, und wie gesagt, das Problem ist auch, ich habe mir ja auch noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht. Mit welchem Programm ich das dann aufnehmen soll. Weil ich weiß, es gibt ein Programm, mit dem man mehrere Facecams von unterschiedlichen Standorten aufnehmen kann. Das gibt's, das habe ich auch schon gesehen. Aber erstens weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Zweitens habe ich es jetzt auch nicht rausgesucht oder irgendwas. Und drittens ist das jetzt so. Aber wie gesagt, ich kann das gerne mit Facecam machen oder so, wenn ihr das wollt. Da könnt ihr mir einfach mal, passt auf, bei 30 Daumen mache ich mit Facecam. Wenn ich, das will keiner. Wenn ich jetzt, wenn wir für den Part, wenn wir für irgendeinen. Komm aufs Komma, Junge! Oder auf den Punkt, das. Da! Nein, was ich sagen wollte. Kurze Sammlung. Ich wollte sagen, wenn bis zum 100. Part irgendein Part dabei ist. Wir wollen die Ziele mal nicht zu hoch stecken mit 25 Daumen. Oder 30 Daumen. 30 sind besser. Dann mache ich es mit Facecam. Wenn nicht, dann nicht. So. Also 30 Daumen in irgendeinem, also in Part 95, 96, 97, 98 oder 99 kommt die Facecam. Okay? Für Part 100. Als ein Special. So. Und dann Rest könnt ihr uns ja noch was schreiben. Du da draußen. Gelle? So. Also ich würde sagen, das ist auch schon kein Regen mehr. Och, jetzt hör doch auf. Das ist ja schon ein Monsun. So, ich gehe mal schnell die Pumpen im Keller anmachen. Dann sing mal einfach Tokyo Hotel. Durch den Monsun, ans Ende der Welt. Zum Teichfest. Ich kann leider den Text nicht weiter. Wie geht denn der? Du hast das Album. Der war so stark. Ja, war ein Brüller. Ne, sag mal, weißt du, wie das weitergeht? Ich war allerhöchstens im Tokio-Bordell. War Dieter Bohlen der Puff-Daddy? Jo. Also der Puff-Daddy meine ich natürlich, ja. So, okay. Na gut, es hat eingeläutet zum End. Der Endgong. Und ich kann nur eins dazu sagen. Noch 4 Parts, Leute. Dann ist Showtime! Ey, wir machen hier die übelst krasse Mega-Ankündigung, gell? Und dann wird das einfach nur so ein 15-Minuten-Stino-Part. Ja, echt, ey. Lasst einfach mal, halt einfach mal die Bälle flach. Ja, ich wollte es gerade sagen, ne?
Ich mache mal, ich. Ach, verdammt. Was wird schon kommen? Eine dreiminütige Abgrüßung und dann war's das. Genau. So, nein, natürlich nicht. Ihr seid uns viel mehr wert. Das kann man ja einfach mal sagen. Vor allen Dingen jetzt gerade bei über 500 Abonnenten. Hab mich ja riesig gefreut, ey. Wo es, batsch, 500 Abonnenten ging. So, na gut. Auf jeden Fall war's das erstmal gewesen. Schaut auf dem Kanal mal vorbei. Abonniert vielleicht, lasst uns einen netten Kommentar da. Denkt an die 30 Daumen. Irgendein Part braucht 30 Daumen, dann kommt die Facecam. So, und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.